Heimstetten feiert wie schon gegen Buchbach einen Last-Minute-Sieg und holt bei Augsburg 2 einen verdienten Erfolg. Ich meine, wir haben das dritte Mal in Folge gewonnen. Auch wenn man sich den Spielverlauf anschaut, war es natürlich ein glückliches Thema. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sensationell, dass man zum zweiten Mal in Folge, so kurz vor Schluss, dann letztendlich das Ding dann noch für sich entscheidet. Der SVH geht schon in der 8. Minute in Führung. Lukas Riglewski im Strafraum, gewohnt durchsetzungsstark. 1:0, Heimstetten in Front. Doch vor der Pause schlägt Augsburg 2 zurück. Schon der Freistoß ist klasse getreten. Napo an die Latte. Dann segelt der Ball noch einmal in den Strafraum und findet Josef Ganda. Ausgleich zur Pause, also 1:1. In Durchgang 2 bringen sich die Fuggerstädter dann aber quasi selbst wieder in Rückstand. Riesenbock von Jakob und dann ist wieder Lukas Riglewski zur Stelle. Klasse reagiert vom Heimstättener Kapitän, der da von Kilian Jakobs krassem Fehlpass profitiert. Wir machen einen Ausgleich. Ja gut, okay. Dann ist bei uns halt an einem Tag Weihnachten, Ostern und Geburtstag gleich, weil wir halt Geschenke verteilen. Ja gut, und dann brauche ich über nichts diskutieren, weil dann kann ich einfach keine Fußballspiele gewinnen. Das ist ganz einfach und das ist ja ein Riesenproblem, das wir haben. Augsburg 2 kommt sogar noch mal zurück und bekommt nach dieser Aktion 11 Meter. Die Szene allerdings selbst mit der BVTV-Lupe nur ganz schwer aufzulösen. Maurice Malone verwandelt den Strafstoß zum erneuten Ausgleich. Doch der Last-Minute-SVH schlägt bekanntlich noch einmal zu. Wie schon gegen Buchbach ist Felix Michals der gefeierte Mann, der für Jubelstürme sorgt. Heimstetten entführt 3 Punkte aus Augsburg.